Herzlich willkommen bei Folge Nummer 6 der Fischfutterserie. Heute mal ein bisschen anders. Denn eigentlich wollte ich heute mal das Thema Tümpeln rannehmen. Tümpeln bedeutet, man schnappt sich einen Eimer oder ein ähnliches Gefäß, schnappt sich einen feinen Kescher, geht damit zum nächsten Tümpel oder Weiher oder kleinen See, wie auch immer. Bei stehenden Gewässern ist es einfacher. Und ja, man zieht den Kescher einfach ein paar Mal durch und schaut, was man da so herausgefischt bekommt. Denn in diesen kleinen Tümpeln sammeln sich immer sehr viele mögliche Futtertiere, Wasserflöhe, Larven, alles Mögliche. Das Problem an der Sache war nur, das Wetter hat mir ein wenig den Strich durch die Dreharbeiten gemacht. Deswegen diesmal in einer etwas anderen Form und ich zeige euch trotzdem mal, was ich so gefangen habe. Und ihr könnt dann ja mal entscheiden, ob ihr diese kleinen Insassen in euer Aquarium entlassen würdet. Ich will so schon mal so viel verraten, ich habe es nicht getan. Denn wie ihr sehen könnt, in diesen gut 1,5 bis 2 Liter mögen es sein, sind unglaublich viele Lebewesen. Von kleinsten Rädertierchen über Wasserflöhe bis hin zu großen Käfern. Ich glaube, es sind Gelbrandkäfer, die ich dann wieder in die Natur entlassen muss, da sie geschützt sind. War dort echt viel zu finden. Auch Würmer und Larven aller möglichen Tiere, die ich gar nicht alle bestimmen kann. Also falls ihr mir dort helfen wollt, in den Kommentaren dürft ihr euch gerne austoben. Das Problem an diesem Tümpeln ist, das hat man früher sehr gerne gemacht, weil ihr könnt ja sehen, da ist eine Menge Futtergetier dabei, aber die Chance, dass man sich damit Parasiten oder Ähnliches ins Becken holt, ist einfach viel zu hoch und ja, man kann gar nicht kontrollieren, was man dort alles reinbekommt und man kann auch dementsprechend nicht kontrollieren, ob da nicht ja auch Fleischfressende dabei sind. Beim Gelbrandkäfer ist es nämlich so, der ist ein Karnivore, also ein Jäger und der würde sich auch über Fischbrut oder kleinere Fische hermachen im gehobenen Alter. Ebenso die Würmer, bei denen man nie weiß, ob man die wieder los wird, geht dann auch in Richtung Planarien vielleicht, dass man sich dort aus Versehen Planarien ins Becken holt und das möchte man natürlich vermeiden. Trotzdem ist die Anzahl der Wasserflöhe und all der Mückenlarven und was da nicht alles so dabei ist natürlich sehr hoch. Also als Aquarianer, der ja gern mal in Glaskästen mit Wasser reinschaut, war es sehr faszinierend, diese große Vielfalt des Lebens in diesem kleinen Einmachglas zu beobachten, das ich dann am See da gefüllt habe mit dem, was ich gefangen habe. Und ich hätte stundenlang in dieses Einmachglas hineinschauen können, um all die kleinen Tiere zu beobachten, die ich teilweise nur sehr selten oder noch nie in meinem Leben zuvor gesehen habe. Also rein vom Beobachtungswert her sehr hoch, aber um das Ganze zu verfüttern, nicht besonders hoch. Ich würde sagen, um das Thema kurz abzuschließen, Thema Tümpeln, ist nicht so die beste Variante, um irgendwie Futtertiere zu fangen, aber eine der bekanntesten und ältesten Varianten. Ich entlasse euch jetzt einfach mal mit den Bildern der Tiere, die ich dort alle gefangen habe und ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Heute vielleicht mal einfach nur was zum Zuschauen, ohne großen pädagogischen Wert. Und ich sage schon mal, abonniert den Kanal, drückt auf Like, die Glocke und so weiter. Bis dahin bleibt naturbegabt und noch viel Spaß mit den weiteren Bildern. Thank you.